Das ist Ronny Memminger beim Hakko-Rennen in Dexheim. Eine Woche vorher schrauben seine beiden Söhne Patrick und René Memminger in der Werkstatt in Alzheim noch an ihren Hakkos. Ja, jetzt haben wir hier die Vergaser abgeschraubt und tun die Schwimmerkammer abschrauben, um zu gucken, ob Dreck im Vergaser ist, weil das immer ein großes Manko ist. Dabei müssen die Hakkos nicht unbedingt von dem gleichnamigen hessischen Unternehmen kommen. Gemeint sind einfach diese Einachser. Ja, früher hat man die eigentlich genommen für den Garten, zur Fräse, rumzufliegen, für Kartoffeln so vom Garten nach Hause zu fahren. Und ja, dann hat es sich irgendwann mit der Zeit gegeben, dass man die umbaut und damit halt Rennen fährt. Und es muss einiges aushalten. Bei einem echten Hakko-Rennen geht es nämlich ordentlich zur Sache. Der Vergaser ist ja auch rein theoretisch, wenn man es so sieht, das Herzstück von dem ganzen Motor. Deswegen muss man auch gucken, dass das immer funktioniert. Das ist ja wie beim Mensch, wenn das Herz nicht funktioniert, funktioniert der Rest auch nicht. Gerade dieses Jahr geht es ja auch ein bisschen was und da guckt man halt lieber zwei, dreimal mehr, dass auch alles, das sind kleine Mangos, wo halt so einen großen Verlust führen können. Können den Sieg kosten. Das wäre dieses Jahr fatal. Sein Bruder Patrick hat die letzten beiden Rennen in Dexheim gewonnen. Wenn er jetzt noch einmal siegt, muss er die Wandertrophäe nicht mehr zurückgeben. Also ich gebe alles dafür, dass er das nicht schafft. Aber ich würde es ihm gönnen, wenn er es schafft. Und dann gucken wir mal, was er auf dem Rennfeld so zeigt. Vater Ronny Memminger beobachtet seine Jungs mit Stolz. Er selbst fährt auch beim Rennen mit, dann sind die Söhne die Beifahrer hinten drauf. Die haben die Chance zwischen Reitsport mit ihrer Mutter oder Motorsport mit dem Vater. Und dann haben sie das eben mit dem Vater gemacht. Und dann hat man sich schon so reingesteigert. Und bei den Jungs da ist das halt ins Extreme. Das ist zum Beispiel Patrick als Baby. Vor 25 Jahren hat alles angefangen. Ronny Memminger war schon beim ersten Hakko-Rennen in Dexheim dabei. Damals waren die Fahrzeuge noch etwas improvisierter, mit Gartenstuhl hinten drauf. Oder wie hier, mit einer Rückbank. Bestzeiten konnte man damit nicht fahren. Die Hakkos müssen möglichst leicht und gleichzeitig stabil sein. Deshalb schrauben die Alzheimer Jahr für Jahr und perfektionieren ihre Gefährte immer weiter. Er hat jetzt original 20 PS, jetzt mit dem, was wir gemacht haben, vielleicht 25. Aber die PS-Zahl macht es am Ende nicht aus. Der Spruch von meinem Vater war meistens, 400 PS bringen nichts, wenn die Beifahrer nichts bringen. Also man kann auch mit 8 PS dort gewinnen. Fertig. Vergaser gereinigt, alles nochmal zusammenschrauben. Und dann geht es raus für eine Testfahrt in die Weinberge. Gut. Ein bisschen hochbauen. Bei dir. Zehn Kilometer weiter in Dexheim laufen die Vorbereitungen für das Hakko-Rennen auf Hochtouren. Machst du da drüber dann genauso? Das ist schön mit dieser Schräge und sowas halt, ja. Perfekt. Das Schlammloch wird ausgegraben. Profis wissen, ein richtig gutes Schlammloch ist eine Wissenschaft für sich. Das ist das Allerwichtigste. Das muss passen, das Schlammloch. Ja, darf nicht zu viel Schlamm, nicht zu wenig, dass die Zuschauer auch denken, oh super, guck mal, wie der spritzt. Also wenn es da zu wenig wäre, das wäre auch nichts. Am zweitwichtigsten ist der ordnungsgemäße Aufbau der Hindernisse. Denn beim Hakko-Rennen geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Die Beifahrer müssen insgesamt 5 Spiele erfolgreich absolvieren und die haben es in sich. Ich muss halt immer auch gucken, es sind ja manche dabei, die jetzt nicht immer so sportlich sind. Ja, ja. Nee, ich meine ja nur, aber deswegen fand ich es auch schon anspruchsvoll. Ja. Wenn da noch ein bisschen Wind ist. Fehlt ja, oder? Ja, klar, muss nur durch. Ja. Muss nur durch. Wolfgang Weil hat das Rennen vor 25 Jahren mit ins Leben gerufen. Sohn Finn hilft schon mit, seit er ein Kind ist. Früher hat man sich halt aufs Hakko-Rennen wirklich gefreut, wie auf Weihnachten. Und jetzt heute, wenn man halt so ein bisschen älter ist und dann auch in die Gruppe mit aufgenommen wird zum Aufbau, dann siehst du halt erstmal, was da auf einen zukommt und was da auch für eine Planung dahinter steckt. Ein paar Meter weiter wird ein anderes Spiel vorbereitet, die Saufmaschine.
Die Teams müssen möglichst schnell 1,5 Liter aus den Schläuchen trinken. Dabei wurde vergangenes Jahr gern geschummelt. Ich halte es mal hoch und jetzt zieht ihr einfach mal. Dann gab es welche, die haben hier angesaugt und hier laufen lassen und so gemacht, als ob. Also die haben beschissen, getürkt. Also wird die Maschine umgebaut. Der Behälter kommt weiter nach unten. 1,5 Liter müssen die Beifahrer trinken pro Rennen. Bis sie im Finale sind, kommen da knapp 10 Liter zusammen. Früher mit Alkohol, also mit Schorle befüllt und heute alkoholfrei mit Wasser, weil die Zeiten haben sich geändert, alles ist vernünftiger geworden. Ein kurzer Test. Ihr müsst jetzt auch nicht alles laufen. Man kann es nicht laufen lassen, guck, es läuft jetzt nicht. So soll es sein. Das war Absicht jetzt tatsächlich. Ja, siehst du es aber. Ja. Schon Leistung. Ja, du musst ja nicht trinken. Hab ich aber ja gemacht. Auf die Dämmer mal auf. Inzwischen ist das Schlammloch ausgehoben. Wassermarsch. Und in Alsheim ist Familie Memminger bereit für die Probefahrt. Ganz gut, jetzt müssen wir gucken, ob alles hält. Und dann wären wir eigentlich bereit für die nächste Woche. Und hoffen, dass es nächste Woche auch hält. Alles bis zum Schluss. Und dann gucken wir, dass halt die Bremsen, dass es gescheit ans Gas geht, dass die Kupplung nicht schleift. Halt so eine normale Sache, die halt beim Rennen zum Ausscheiden folgen können. Und alles hält. René, Patrick und Ronny Memminger treten alle mit ihren eigenen Teams beim Rennen an. Wer wird gewinnen? Da ist schon eine gewisse Ehrgeiz dabei. Man messt sich auch gegenseitig ein bisschen die Kräfte messen. Auf dem nächsten Rennen wird wieder vor dem alten Rennen gesprochen. Und klar will man da halt auch mal Gesprächsthema sein auf dem Tisch. Bis jetzt hat es bewährt. Hoffe ich, dass es beim Rennen auch tut. Und dann gehen wir in den Kampf. Wenn ich heute wieder spannend und aufgeregt bin, ich auch jetzt beim Rennen. Den Pokal muss ich jetzt beim Rennen noch abgeben. Weil ich jetzt schon 2 Mal hintereinander gewonnen habe. Und das dritte Mal wird es halt auch schwer, jetzt, den wieder zu holen. Schön, dass du den mitgebracht hast. Und besser wäre, wenn du heute nicht gewinnst. Doch, gell? Doch. Weil wir müssen wir neue machen. Da darfst du platzieren. Die Streckenpfosten lassen euch erst weiterfahren, wenn die Beifahrer Berührung zur Maschine aufkommen. Finn Weil erklärt den Rennteams den Parcours. Okay. Leute, 3 Wochen geübt hier. Die Brüder René und Patrick und ihr Vater Ronny Memminger treten mit jeweils eigenen Teams an. René tüftelt schon an einer Strategie. Hier haben sie keine 2 Wurfscheiben, das heißt, wenn man daneben wirft, muss man die selber wiederholen, sich wieder anstellen. Und da muss man jetzt eine Taktik auswählen, ob der zweite Beifahrer direkt hinten dran geht, dass wenn man nicht trifft, der die wieder vorwerfen kann, oder dass man einen relativ zielsicheren Beifahrer hat, der weiß, dass er beim ersten Mal trifft und dann nicht nochmal die extra holen muss und direkt auf die Maschine und losfahren kann. René fängt an. Immer 2 Teams starten gleichzeitig. Nach dem K.O.-Prinzip kommt immer nur der Bessere in die nächste Runde. Der Start klappt gut. Doch schon beim ersten Spiel überholen ihn die Saufkumpel Biodiesel aus Ölversheim. Keine Chance. Den Abstand holen sie nicht mehr rein. René Memminger fliegt in der ersten Runde schon raus. Es bleiben nur noch Bruder Patrick und Vater Ronny im Rennen. Zeit für Enttäuschung bleibt nicht. Vater Ronny ist gleich dran. Und weil der Flitzer von Sohn René eigentlich als der schnellste der Familie Memminger gilt, überlässt er das Hakko seinem Vater. Jetzt ist der dritte zurück. Keine halbe, wieder dritte. Rest, Kupplung, nicht auskuppeln. Kupplung. Nach der kurzen Einweisung geht es sofort weiter. Diesmal als Familienteam. Vorne Papa Ronny, hinten als Beifahrer die Söhne René und Patrick.
Die Memmingers liegen leicht vorne. Doch die Frisbee-Scheibe macht ihnen Schwierigkeiten. Geschafft. Aber sie liegen jetzt hinten. Das nächste Spiel ist die Saufmaschine. An der ist Familie Memminger angeblich unschlagbar. Und tatsächlich. Sie holen auf und gewinnen das Rennen. Sehr gut, Ronny. War gut. Fucking. Geil. Eine Runde beide. Und so kämpfen Ronny und Patrick Memminger weiter. Rennen für Rennen. Wenn man jetzt direkte Gegner neben sich hat und dann sieht man, dass der halt Vorsprung hat oder mir ein bisschen vorne liege, da will man ja auch den Vorsprung behalten oder größer ausbauen. Wenn man hinten dran hängt, wird man natürlich nervöser, weil da will man das schlecht gemacht wieder aufholen. Da ist Lampenfieber an. Man guckt, dass man da trotzdem den wahren Kopf behält und guckt, dass man halt den Lauf dann, wenn er zum Schlechten ist, noch umlegen kann, dass er dann noch den Sieg holt vielleicht. Nicht nur hinten drauf beim Vater, Patrick Memminger kämpft sich auch als Fahrer bis ins Halbfinale. Die Konkurrenz wird immer stärker. Patrick und seine Beifahrer treten gegen den Dexheimer Hacko Blitz an. Halt du mal, komm. Lange Zeit sind sie in Führung, doch dann werden sie auf der Zielgeraden überholt. Auch Patrick Memminger, der zweifache Titelverteidiger, verliert und ist draußen. Jetzt muss Vater Ronny die Familienehre retten. Der kämpft allerdings mit technischen Problemen. Letzter Lauf, linke Bremse oder der Hebel abgebrochen. Jetzt hat sich Schalkstänge ausgehängt. Die Mutter ist weg. Jetzt guck mal, da ist noch eine. Wenn einfach nichts halten will, muss man pragmatisch denken. Kabelbinder. Hoffentlich funktioniert das. Die Tür 2 wurde hier. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir das schaffen, das Finale zu gewinnen. Dann bleibt ja wenigstens in der Familie der Pokal. Und er darf ihn da sich auf den Schrank stellen. Kann er da stehen bleiben? Das Finale. Familie Memminger mit Ronny Memminger am Steuer gegen den Hacko Blitz aus Dexheim. Beide gleich auf am ersten Spiel. Beide treffen den ersten Wurf. Doch dann zieht Team Hacko Blitz an den Memmingers vorbei, ausgerechnet bei der Saufmaschine. Sie geben alles, aber es hat nicht gereicht. Hacko Blitz gewinnt. Nur ein zweiter Platz für die Memmingers. Die Enttäuschung riesig. Der Zweitplatzierte, der Papa von Patrick, der Ronny. Patrick Memminger. Riesenapplaus! Das ist sensationell! Danke auch! Ja, im kurzen Moment ja, geht es mir schon nach, aber dann geht es irgendwann wieder. Und dann für nächstes Jahr? Greifen wir wieder an. Gucken, dass wir nächstes Jahr den Pokal wiederholen. Wir lassen nicht locker. Und irgendwie gehört es ja auch einfach zum Hacko-Rennen dazu: im Schlamm zu versinken und wieder aufzustehen.